Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieser heutige Tag ist ein bedeutender Tag für Deutschland und Frankreich und für Europa. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Präsident, für diese Rede. Und Sie haben erkennen können, dass fast das ganze Haus Ihnen zugestimmt hat. Herzlichen Dank für Ihre Botschaft und für die Freundschaft, die uns verbindet. Ich selbst komme aus dem südlichen Baden-Württemberg. Meine Heimat war nach dem Zweiten Weltkrieg französisch besetzte Zone. Wenige haben sich in diesen Zeiten vorstellen können, dass wir einmal zu Freunden werden. Es gab damals aber auch schon eine Reihe von Menschen in unserer Heimat, die dafür geworben haben, Städtepartnerschaften zu beginnen, Französischunterricht in unseren Schulen durchzuführen, wo viele Eltern der Meinung waren, Englisch sei doch viel wichtiger, als die Sprache des Nachbarn zu lernen. Umso erfreulicher dann die Entwicklung. Und ich muss sagen, die ersten Begegnungen in unseren Städten und Gemeinden waren vor allem getragen von einem großen Optimismus und einer großen Freude unserer französischen Menschen, die zu uns gekommen sind. Die Franzosen haben es uns nach dem Zweiten Weltkrieg leicht gemacht, ihr Angebot auf Freundschaft anzunehmen. Auch dafür herzlichen Dank. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es in unserem Land möglich wäre, für einen Krieg gegen Frankreich zu mobilisieren. Ausgeschlossen. Und dies hat etwas damit zu tun, dass wir Frankreich als einen Teil von uns betrachten. Vor allem diejenigen, die unmittelbar an der deutsch-französischen Grenze wohnen, im Breisgau, im Nordbadischen. Und liebe Freundinnen und Freunde aus Frankreich, wir haben den herzlichen Wunsch und wir wissen, dass Sie auch daran arbeiten und wir würden uns wünschen, dass es noch schneller geht, dass die deutsch-französische Freundschaft über die Grenzen hinweg noch intensiver durch gemeinsame Projekte gestaltet werden kann. Nicht in Paris und nicht in Berlin soll darüber entschieden werden, sondern in den Grenzregionen muss entschieden werden, was gemeinsam gemacht werden soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und dies ist auch ein Symbol dafür, wie wir uns die Zusammenarbeit vorstellen. Das Europa und auch die deutsch-französische Beziehungen müssen sich um das Große kümmern und nicht um die kleineren Dinge. Die können nach dem Prinzip der Subsidiarität schon in den Regionen selber geregelt werden. Wir in Berlin und Sie in Paris wissen gar nicht, was die eigentlichen Probleme vor Ort sind. Lasst die Menschen dort zusammenkommen und ihre Dinge selber regeln. Und wir kümmern uns um die großen Dinge. Ja, Europa ist mehr als die deutsch-französische Beziehung. Aber wenn die deutsch-französische Achse nicht funktioniert, wenn es zwischen Deutschland und Frankreich stockt, dann kommt auch Europa nicht voran.
Und deswegen wollen wir jetzt wirklich rasch auch den Franzosen und dem französischen Präsidenten eine Antwort auf die Anregungen geben, die er für Europa gesagt hat. Und deswegen ist es so dringend notwendig, dass wir in Deutschland jetzt hier Antworten geben. Aber dieser Tag heute hat auch etwas Besonderes, ja etwas Einmaliges. Weil bisher wurde die Zusammenarbeit in Europa immer als eine Zusammenarbeit der nationalen Regierungen verstanden. Es ist uns im Parlament nicht leicht gefallen, um es mal vorsichtig zu formulieren, den nationalen Regierungen auf europäischer Ebene zu folgen. Wenn ich nur daran denke, wie wenig effektiv wir bisher bei der sogenannten Subsidiaritätskontrolle waren. Und deshalb ist dieser heutige Tag, wo wir ein Parlamentsabkommen ankündigen und die vorbereitenden Arbeiten stattfinden, übrigens etwas Einmaliges, was es noch in keinem anderen Land gegeben hat. Dies ist eine Botschaft, nicht nur die Regierungen, sondern auch die Parlamente wollen enger zusammenarbeiten und wollen auch Impulse in diese deutsch-französische Freundschaft hineingeben. Ich hatte zunächst etwas Bedenken, ob dies wirklich gelingen kann, aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit. Aber ermutigt hat mich und sicher uns alle, dass es gelungen ist, den Text einer gemeinsamen Resolution hinzubekommen, die wir heute verabschieden können. Und wenn man in den Text hineinschaut, ist es nicht nur eine schöne Prosa, sondern es wird ganz konkret, was die Zusammenarbeit anlangt. Und deswegen, glaube ich, haben wir alle auch Grund, diesen Dank auszusprechen, was am Anfang schier unmöglich schien, im französischen Parlament und bei uns einen gemeinsamen Text voranzubringen. Das ist gelungen. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die dies auf den Weg gebracht haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich muss auch konkreter werden. Und sie muss wieder Projekte beinhalten. Und da bin ich sehr froh darüber, dass in dieser Resolution auch Projekte genannt wurden. Was möglich ist, wenn Deutschland und Frankreich eng zusammenstehen, haben wir im Fall Airbus erlebt. Und deswegen, wenn wir eng zusammenstehen, kann etwas möglich werden, was dringend notwendig für uns in Europa ist. Wir sind sowohl bei der Digitalisierung als auch bei Unternehmen im Softwarebereich, die für die Digitalisierung notwendig sind, bei weitem nicht auf Platz 1 in der Welt. Und das muss sich ändern. Und deswegen begrüße ich es außerordentlich, dass ein gemeinsames deutsch-französisches Projekt künstliche Intelligenz vorangebracht wird. Und ich wünsche mir, dass es schneller geht als der Flughafen in Berlin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Manche sagen schon scherzhaft noch schneller, aber ich finde, es muss auf jeden Fall schneller gehen. Dieser Tag heute wird die deutsch-französische Freundschaft neu kräftigen, neu voranbringen. Und vor allem dann, wenn wir alle den Willen haben, uns hier zu beteiligen. Deutschland, Frankreich als die große Achse. Europa steht vor einer großen Herausforderung. Und ich möchte es in einer einzigen Aussage zusammenführen. Europa muss eine gute Zukunft haben. Aber Europa wird nur eine gute Zukunft haben ohne Nationalismus, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Heute vor 100 Jahren war der Erste Weltkrieg. Was wir in dieser Zeit alles überwunden haben, verdanken wir Europa. Es ist die größte Vision unserer Generation gewesen, dass Europa das wahrmacht, was die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben. Nie wieder Krieg in Europa und nie wieder Krieg aus Europa. Dass dies gelungen ist, dafür dürfen wir jeden Tag dankbar sein. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der SPD-Fraktionsvorsitzenden Angela Nahles.